Wie erlebten Klaus und Erika Mann die Côte d'Azur auf ihrer Reise 1931? Eine Dokumentation dreht gleich die Zeit zurück. Cheery, isn't it? Fantastic. Sechshunderttausend Menschen. Ein Festival. Ein Rekord. I love it. Und ein Hexenkessel der Rebellion. Exklusiv auf Arte. The Isle of Wight Music Festival 1970. Freitag um 5.11 Uhr. Willst du ihn oder die Braut? Nummer zwei. Shaun of the Dead. Sonntag, 22.50 Uhr auf Arte. Viel Spaß beim Summer Fish and Chips. Gemeinsam mit unseren Radiopartnern. I'm not content to be with you. Krude Typen. Krumme Dinger. Horst Buchholz bittet zum Tanz. Die Halbstarken, Montag, 20.15 Uhr auf Arte. Sie sind jung, verwöhnt und berühmt. Im Jahr 1931 brechen Erika und Klaus Mann zu einer Reise auf, aus der sie ein Buch machen werden. Öffentliches Interesse ist ihnen gewiss, denn sie sind die Kinder von Literaturnobelpreisträger Thomas Mann. Ihre Fahrt geht an die Côte d'Azur, an die französische Riviera. Woher hat diese blaue Küste ihren großen Ruhm? Warum bleibt diese Côte d'Azur durch verschiedene Jahrzehnte der Vergnügungs- und Erholungsstrand des Kontinents, der Welt? Mit sichtlichem Vergnügen berichten sie aus dem abenteuerlichen Marseille, den gemütlichen Hafenstädtchen entlang der Küste, dem mondänen Cannes, der Großstadt Nizza und natürlich aus Monte Carlo. Das Ziel der beiden, mit möglichst wenig Geld möglichst aufwendig leben. Ein Vorhaben, das im Frankreich des Jahres 1931 scheinbar mühelos umsetzbar ist. The Coast of Pleasure, die Riviera. Legende von Luxus, Glanz, rollender Kugeln, Hermelinpelz und Champagnerseligkeit. Generationen von Kommis und Kammerzofen träumten hiervon, während die Herrschaft um Februar hinfuhr. Of all the many beautiful parts of France, there is none more beloved by travelers than that nestling along the sunny shores of the Ligurian Sea. To the world, it is known as the Riviera, but because of the coloring of the Maritime Alps and the blueness of the tranquil Mediterranean, the French call it the Côte d'Azur, the blue or azure coast. Den Zauber der südfranzösischen Küste sollen Erika und Klaus im Auftrag des Piper Verlags entdecken. Ihr Reiseführer für die Reihe Was nicht im Baedeker steht, liest sich stellenweise wie eine Gebrauchsanweisung. Bohemians, Weltbürger, die aus der Fülle ihrer Erfahrungen schöpfen. Das klingt mal klug, mal altklug.
Ihr Blick hat eine fast fotografische Genauigkeit, selbst dann, wenn aus dem Auto notiert wird. Strand des Dolce Far Niente, des Spiels, der Arbeit, der Blumen und der sonnenbeglänzten Promenaden. Wir können nicht alles zeigen, was es an ihr zu sehen gibt, aber doch etwas. Und nun fangen wir an. Erika und Klaus reisen viel und gern. Sogar eine Weltreise haben sie schon hinter sich und darüber ebenfalls ein Buch geschrieben, Rundherum. Keine kritischen Beobachtungen, keine Reflexionen über Menschen und Länder, sondern ein anekdotenreicher, launiger Bericht über das Erlebte. Sie erfinden einen Reklame-Gag, geben sich als Zwillinge aus, als The Literary Man Twins. Wir waren ein spaßhaftes Doppelwesen. Ein drollig-impressives Wunderkind mit zwei Köpfen, vier Beinen und einem Hirn voll europäischer Kapricen und ausgefallenem Wissen. Full of continental wit and sophistication. Erika und Klaus sind Mitte 20, als sie für ihr Reisebuch über die Côte d'Azur aufbrechen. Sie kommen aus einem liberalen, weltoffenen Elternhaus, profitieren von der Berühmtheit des Vaters und leiden doch unter ihm. Um jeden Preis wollen sie aus seinem Schatten treten, wollen berühmt werden. Klaus als Schriftsteller und Erika als Schauspielerin. 18-jährig, noch vor dem Abitur, hat sie ein Engagement bei Max Reinhardt. Der Bruder aber notiert über Erika in seinem Tagebuch. Armes Ding, dir wird's auch nicht erspart bleiben. Das Schriftstellern, meine ich. Es ist der Familienfluch. Doch jetzt wird die französische Küste erfahren. Unterhaltsam, charmant, hemmungslos subjektiv schreiben die beiden ihre Erlebnisse auf. Flink reihen sich Übernachtungs- und Ausgehtipps aneinander. Erika und Klaus geben gern die weltgewandten Ortskundigen, die Fremdenführer. Ihr Text ist so rasant wie ihre Reise. Unterwegs sein als Zeichen der Zeit, Geschwindigkeit als Lebensmodus. Am Steuer sitzt Erika, denn Klaus ist ein schlechter Fahrer, wird seinen Führerschein erst viel später in den USA schaffen. Erika fährt jedoch leidenschaftlich gern, immer zu schnell. Bremsen lässt sie sich nicht, auch nicht von einem Strafbescheid. In ihrem kleinen Ford werden die Geschwister noch viele Reisen unternehmen. Erika ist nicht nur Auto, sondern auch begeisterte Rennfahrerin. Bevor es an die Côte d'Azur ging, nahm sie noch schnell an einer Autorallye teil, quer durch Europa. Ausgeschrieben hatten den Wettkampf der ADAC und die Firma Ford. Dafür ließ sich Erika sogar einige Wochen lang als Automechanikerin ausbilden. Wir wechseln die Länder weit öfter als die Kleider. Das Rennen bestritt Erika ohne Klaus, denn sie brauchte einen Beifahrer mit Führerschein, der sie auch mal ablösen konnte. Daher nahm sie ihren engen Jugendfreund, den Maler Richard Ricky Hallgarten, mit. Wenn Ricky fuhr, schrieb Erika ihre kurzen Zeitungsartikel. Der Wettkampf diente jedoch nicht nur dem Vergnügen. Erika hatte sich vorgenommen, den labilen Ricky von seinen Selbstmordgedanken abzubringen. Das Problem ist ihr nicht fremd, denn auch ihr Bruder Klaus leidet an Depressionen und Todessehnsucht. Das Rennen war ein Erfolg. Nach 10.000 Kilometern kehrten Erika und Ricky auf den Kurfürstendamm zurück, als Sieger. Wir waren 20. Die Welt lachte uns, da wir ihr entgegenlachten. Wie gastfreundlich erschien uns die Fremde. Überall gab es offene Türen, freundliche Gesichter. Meine Damen und Herren, die kleine Gesellschaft, deren Reiseführer ich bin, hat sich in Marseille zusammengefunden. Erika und Klaus fühlen sich in der Welt willkommen. Schon auf ihrer ersten Station an der Côte d'Azur, Marseille. Auch wenn ihr Reiseführer betont anders, mal augenzwinkernd, mal ironisch sein will, haben sie bereits alle Postkartenklischees im Kopf. Den blauen Himmel, die Sonne, das Meer. Die Reise geht entlang der Küste von West nach Ost, getreu dem Motto
immer gegen den traditionellen, ernsthaften Baedeker. Denn der Klassiker unter den deutschen Reiseführern führt genau umgekehrt und endet in Marseille. Marseille gehört zu den Städten, die größer sind, als es ihnen zukommt. Man erfasst seine Konstruktion beim ersten Spaziergang. Die imposante und vielgerühmte Hauptstraße, die Canebière heißt, bildet sein Zentrum und Rückgrat. Sie mündet auf den alten Hafen, wie ein Strom ins Meer. Geschäftsstraßen laufen ihr parallel oder schneiden sie, werden zum Gassengewirr. Aber an der Canebière kann man sich immer wieder orientieren. 19.04. Gegangen in der Gegend des Vieux Port. Der Zauber dieser Stadt nutzt sich nicht ab. Sie bleibt abenteuerlich, während sie doch schon so alt vertraut ist. 24.04. Marseille, Hotel Beauvau. Sehr glücklich, hier zu sein. Der andere Himmel. Sehr entzückt von der lauten Stadt. Immer wieder. Die gern als alternativ bezeichnete Reihe, was nicht im Baedeker steht, ist kein Vorläufer vom Lonely Planet. Und die Manns sind keine frühen Rucksacktouristen. Ein gewisses Maß an bürgerlichem Komfort auf Reisen ist unausgesprochener Konsens zwischen Schreibern und zeitgenössischen Lesern. Die Zielgruppe ist liberal und verfügt zwar nicht über allzu viel Geld für Hotels, aber sie hat Stil. Gönnen Sie sich erst eine gruselige Sensation und stellen Sie sich vor, Sie müssten in dem kleinen Hotel wohnen, das dort in der finsteren Ecke liegt und so pompös Hôtel de Paris et de Rome heißt, weil eine Kapitale nicht genügt. Und wie es sich schlummert, so ganz auf Wanzen gebettet. Da Sie außer diesen Büchlein leider Ihren Baedeker vorsichtshalber mit sich führen, finden Sie an Hotels eine reiche Auswahl. Versuchen Sie, eines zu erwischen, das einen Balkon mit dem Blick auf den Hafen hat. Es ist ein bezaubernder Blick. Ganz Weltbürger tingeln die Geschwister Mann von Hotel zu Hotel. Nicht immer können sie sich die luxuriösen Hotels leisten. Manchmal werden auch billigere Unterkünfte gebucht. Es werden Hotelmanager bezirzt, vertröstet und Verleger um Vorschüsse gebeten. Das Geld wird nicht nur für die Reise gebraucht. Erika und Klaus experimentieren mit Drogen. Beide sind abhängig. Aber Erika hält die Sucht besser unter Kontrolle. Klaus ist ein Getriebener, voller Selbstzweifel, der sich nicht von der übermächtigen Gestalt seines Vaters ablösen kann. In Marseille sucht er immer wieder die Orte auf, an denen er seinen Stoff beziehen kann. Aber das gehört nicht in den Reiseführer. Was die Läden angeht, in denen wir das Geld ausgeben, das wir nicht mehr haben wollen, so gibt es hübsche Ledersachen zum Beispiel fürs Auto, für die Reise, fürs Hotelzimmer, in der Maison Allemande, Rue Axot, unweit der Canebière. Minutiös wird dem Leser aufgelistet, welche Läden, Hotels oder Restaurants zu empfehlen sind, wo der beste Kaffee oder Aperitif zu haben ist. Viele der Cafés und Lokale von 1931 existieren heute nicht mehr. Und doch ist das Buch von der Riviera noch immer lesenswert. Eine literarische Tour de France, die auch vermerkt, was dringend vermieden werden sollte. Man bummelt so herum, geht zum Friseur. Avis für die Damen. In Südfrankreich, speziell in Marseille, wenn möglich, nicht zum Friseur gehen. Alles sieht soweit recht proper aus. Feine Gerätschaften, nette Menschen. Aber es geht zu, wie wenn Buster Keaton etwas unternimmt, Kaffee kocht, Holz spaltet. Mit sachlicher Miene verdirbt man uns, meine Damen, die Frisuren. Schneidet alles kurz und klein, macht Locken, wo wir keine mögen, tut uns Seife ins Haar, ohne sie wieder zu entfernen, gibt uns fettes Haarwasser, da wir Trockenes lieben. Ich weiß selber nicht, wieso, aber es ist kein Staat zu machen mit den Friseuren in Südfrankreich. Sie haben die Wahl zwischen den großen Kaffeehäusern der Canebière, wo sie von glasbedeckten Veranden aus Gelegenheit haben, das muntere Treiben des Volkes zu beobachten. Dicke französische Bourgeois und geschminkte Kleinbürgerdamen schieben sich zwischen Matrosen und Kolonialsoldaten dahin.
Ahnt Ihnen nun schon, wie schön diese Stadt ist? In unserem Zusammenhang bedeutet sie den Eingang zur Côte d'Azur. In Wahrheit aber ist sie der Ausgang zum schwarzen Erdteil. Man ist in 24 Stunden in Algier. Afrika scheint mit 1000 Farben und Gerüchen herüberzudringen. Marseille, Frankreichs Tor zum Mittelmeer und Brücke zum afrikanischen Kontinent, ist immer eine Einwandererstadt gewesen. Dabei bleibt Marseille durchaus französische Provinzstadt mit ihrer komischen Behäbigkeit, ihrer zivilisierten Enge. Es ist nur verständlich, dass europäische Intellektuelle, die beides brauchen, den Atem der Ferne und das Gefühl europäischer Gebundenheit, Marseille lieben und dort gerne arbeiten. Stefan Zweig hat dort viel geschrieben. Josef Roth erzählte uns von sich dasselbe. Bald werden nach Marseille Flüchtlinge aus ganz Europa strömen. Die Stadt wird zum rettenden Hafen, Sprungbrett ins Exil. Hier gibt es die Konsulate künftiger Immigrationsländer, hier sind die Reedereien und Schiffsagenturen. Über Marseille wird auch der Familie Mann die Flucht gelingen. Aber 1931 ist die Stadt erst einmal nur eine Stadt des Vergnügens. Die grelle Szenerie von Marseille. Wenn Paris durch seine raffinierte Diskretion bezaubert, Marseille frappiert durch die Heftigkeit seiner Farben, seiner Gerüche, seines Temperaments. Marseille glitzert, prahlt, stinkt, kreischt, gestikuliert. Marseille geht ins Geld. Und weil Erika und Klaus notorisch knapp bei Kasse sind, hilft die Familie aus. Das von den Geschwistern so geliebte süße Nichtstun, das dolce far niente, ist gerettet. Inzwischen ist es Zeit zum Abendessen geworden. Sie grübeln, welches Restaurant das originellste sein könnte, und werden am ersten Abend doch bei Basso landen. Sie werden eine Bouillabaisse bestellen, weil sie klassisch ist. Sie wissen, die scharfe Suppe, in der alles schwimmt. Wenn Sie Glück haben, sogar Languste. Die Langusten sind fast so teuer wie bei Kempinski, was eigentlich auch ungehörig ist. Essen Sie Austern. Sie schmecken wie konzentriertes Meer und kosten hier wenig. Wir an ihrer Stelle könnten uns nun nicht mehr beherrschen, sondern müssten gleich in die Gässchen hinterm alten Hafen laufen, die das eigentliche Marseille sind, sein Geheimnis, sein Charme. Man hat sie gewarnt, hinzugehen und düstere Andeutungen gemacht, es sei arg gefährlich. Das ist es aber nur dann, wenn sie es mit den Leuten rein gar nicht verstehen oder wieder ihren ganzen Schmuck angelegt haben. Einer Dame mit zu auffallenden Ohrringen freilich sind unlängst, zugleich mit dem Geschmeide, die Ohren abgeschnitten worden. Das ist authentisch. Straßengewirr, Boulevards, die dich unbemerkt zurückführen, Gassen, die mit Brettern vernagelt sind, wie das Ende der Welt bei Andersen. Einmal muss man nach Hause gehen. Wir schlendern wieder zum Quai hinunter und zurück ins Hotel. Matrosen bewegen sich in langen Ketten torkelnd zu ihren Herbergen. Uns lockt im Vorübergehen noch ein Lokal, wo es fröhlich zuzugehen scheint. Aber für diesmal beherrschen wir uns. Aber nicht im wahren Leben. Die Halbwelt von Marseille zieht Erika und Klaus an. Die Geschwister pflegen einen unkonventionellen Lebensstil. Sie reisen um die Welt, genießen das schillernde Nachtleben in den Metropolen, verkehren in Künstlerkreisen. Erika liebt Männer und Frauen. Klaus lebt offen homosexuell. Die beiden wechseln häufig ihre Partner. Wir pendeln so zwischen Millionären, Strichjungen, Universitätsprofessoren, Literaten, kleinen Studenten, Filmschauspielern, Malern hin und her. Sanary-sur-Mer, Hotel de la Tour. Ein neues Zimmer, eine neue Station. Freude des Wiedersehens mit Sanary. Hübscher Blick von meinem Zimmer auf die Bucht mit den Booten. Knapp 60 Kilometer von Marseille entfernt, Sanary-sur-Mer. Schon nach dem Ersten Weltkrieg hatten Intellektuelle und Künstler das kleine Fischerdorf als Wohn- und Urlaubsort entdeckt. Diese Sanary-Sommer werden in die Kunstgeschichte eingehen.
und vielleicht auch in die Chronique scandaleuse der großen europäischen Bohème. Sanary scheint zunächst durchaus das freundliche und intime Hafenstädtchen, wie es deren an der Riviera viele gibt. Mit einer Straße am Meer, die Quai Victor Hugo heißt und an der das Café de la Marine liegt. In Wahrheit hat es aber seine eigene Bewandtnis mit Sanary. Denn seit einigen Jahren ist es die erklärte große Sommerfrische des Café du Dôme. Der sommerliche Treffpunkt der pariserisch-berlinisch-schwabingerischen Malerwelt, der angelsächsischen Bohème. Ab 1933 werden in Sanary-sur-Mer viele deutsche und österreichische Schriftsteller Zuflucht finden. In die neue Hauptstadt der deutschen Literatur retten sich vor den Nazis unter anderem Bertolt Brecht, Leon Feuchtwanger, Egon Erwin Kisch, Heinrich Mann und Josef Roth. Thomas Mann wird mit seiner Familie als einer der Ersten kommen. 1969, ihrem letzten Lebensjahr, erinnert sich Erika Mann in einem Interview mit Fritz Radatz. Also, die Emigration hat sich zwingend für uns ergeben aus der Tatsache, dass wir ja alle mehr oder weniger längst vor Ausbruch des Dritten Reiches politisch tätig gewesen waren und den Nazis da ja so verhasst waren, dass wir in jedem Fall gehen mussten. Natürlich wären wir ohne dies gegangen, wir hätten dort nicht atmen können. Deutschland war mir fremd. Ich hatte keine Wurzeln, wollte keine haben. Die heimatliche Scholle hielt mich nicht. Meistens zog ich den Asphalt fremder Großstädte vor oder den hellen Sand einer südlichen Küste. Bereits wenige Wochen nachdem Hitler an die Macht kommt, verlassen Erika und Klaus Mann Deutschland. Mit diesem Land wollen sie keine Kompromisse machen. Mon amour pour la France. Möge diesem Volk, es ist das Beste, die schmutzige Katastrophe des Krieges erspart bleiben. Sanary-sur-Mer wird für Erika und Klaus eine wichtige Exilstation. Immer wieder kommen sie hierher und wohnen im Hôtel de la Tour. Hier schreibt Klaus zum Beispiel diese kleine Autogeschichte. Ein aufgeblasener Angeber dreht so lange Runden mit seinem teuren Auto am Quai, bis er mit dem Auto ins Wasser fällt. Klaus Mann verkauft die Story an eine Zeitschrift. Wenige Jahre später wird sein wohl bekanntester Roman Mephisto erscheinen, das Porträt eines charakterlosen Karrieristen, der sich mit den nationalsozialistischen Machthabern arrangiert. Ich glaube, dass es so ist, dass diese exilierten Autoren ein erhöhtes Pflichtbewusstsein gehabt haben. Das heißt, selbstverständlich tut jeder ernsthafte Autor jederzeit sein Bestes. Das ist ganz klar. Aber es gibt vielleicht Umstände, unter denen man noch mehr tun muss als das Beste. Diese Autoren hatten nun das Gefühl, wir müssen ein absolut Äußerstes tun. Wir allein vertreten im Augenblick die deutsche Literatur im Ausland. Denn was an guten Dingen während dieser Zeit in Deutschland geschrieben wurde, kam ja kaum hinaus. Erika und Klaus sind es gewohnt, zu reisen und sich an fremden Orten aufzuhalten. Der Schritt in die Emigration scheint den beiden leichter als ihren Eltern zu fallen, die in Deutschland sehr verwurzelt sind. Im Exil wird der elterliche Wohnsitz stets ein Fixpunkt für die Geschwister bleiben, ob in der Schweiz, Südfrankreich oder später in Kalifornien. Weder Erika noch Klaus sollten bis ans Ende ihres Lebens sesshaft werden, eine Familie gründen. Von den Nationalsozialisten vertrieben, eilen sie von Land zu Land. Als Vortragsreisende, Kriegsreporter oder Reiseschriftsteller. Schon 1933 gründet Klaus Mann die antifaschistische Zeitschrift Die Sammlung in Amsterdam und wird zu einem der wichtigsten Vertreter der deutschsprachigen Exilliteratur. Die sorglosen Tage an der französischen Küste sind vorbei. Wenn man nichts will als seine Ruhe zum Arbeiten oder zum Schlafen, gehe man in eines der vielen, vielen kleinen Nester. Im Winter nach Villefranche, im Sommer nach La Vendue oder Saint-Tropez.
Das Wichtige vielmehr ist, dass Saint-Tropez zu den Nestern gehört, auf welche die Eingeweihten tippen. Dass sich dort im Sommer ein ganz bestimmtes und recht amüsantes Publikum zusammenfindet. Nur nicht so angelsächsisch, deutsch, slawisch, sondern reiner französisch. Alles noch exzentrischer als in Sanary, noch karnevalshafter. Man lebt billig. In den kleinen Restaurants am Quai und hinten in den Gassen isst man anständig für wenig Geld. Im Hotel-Restaurant de Provence kocht die Patronne selbst, sodass es häuslich und gediegen schmeckt. Im Kaffeehaus hängen Bilder, mit denen junge Maler ihre Drinks bezahlen, die sich angesammelt haben. Einige von den Bildern sind noch nass und nicht alle ganz schlecht. Dieser leichte, ironische, bisweilen freche Ton ist Programm. In der Familie Mann muss man sich etwas einfallen lassen, wenn man aus dem Schatten des Übervaters heraustreten will. Erika und Klaus sind die Erstgeborenen der insgesamt 6 Kinder von Katja und Thomas Mann. Es ist ein exquisites Elternhaus. Geld, Bücher, prominente Freunde, Bildung und Kunst. Jedes Kind wird früher oder später literarisch tätig sein. Erika und Klaus verbindet darüber hinaus die Neigung zur Selbstinszenierung. Mein Bruder Klaus war ein Jahr jünger als ich. Und kaum hatte ich mich an seine Anwesenheit hienieden und unser Zwillingsdasein gewöhnt, als ich auch schon der Überzeugung war, jedes kleine Mädchen brauche einen Klaus. 1905 wird Erika geboren. Ein Jahr später kam Klaus auf die Welt. Erika war das extrovertierte und lustige Kind, das alle aufs Höchste amüsierte, vor allem den Vater. Sie war frech und log, was das Zeug hielt, immer unter den gutmütigen Augen der Eltern. Klaus war zurückhaltender und dennoch wusste er schon mit 14, wohin die Reise gehen soll. Ich muss berühmt werden. In ihrer Selbstwahrnehmung sind Klaus und Erika vollkommen bei sich. Nicht sie sind exzentrisch oder besonders, sondern die Welt drumherum. Denn schließlich sind wir echt, sind wirklich, während die Wirklichkeit der anderen problematisch bleibt. Die anderen sind nur Leute. Wir sind wir. Sie galten als hochbegabt und schwer kontrollierbar. Erwachsen wurden Erika und Klaus in den goldenen 20er Jahren. Mit 17 und 18 setzten sie sich nach Berlin ab. Erika begann ein Schauspielstudium, das sie zugunsten von ersten Theaterengagements gleich wieder abbrach. Klaus arbeitete als Theaterkritiker. In dieser Zeit verfasste er auch sein Stück Anja und Esther. Berühmtheit erlangte es vor allem dadurch, dass Erika und Klaus selbst mitspielten. Von der Kritik wurde es verrissen. Erste Reisen, die darauf folgten, wirkten eher wie eine Flucht. Um sich über Wasser zu halten, schrieben sie Zeitungsartikel. In der Emigration wird ihnen diese Erfahrung zugutekommen. Ja, also was mein Bruder Klaus betrifft, so hatte der allerdings zunächst auf Deutsch schon eine Zeitschrift gemacht, und zwar die Sammlung in Amsterdam, ja, und hatte sich dort als Redakteur also schon bewährt und eingelebt in diesen neuen Beruf. Es war ja eine der merkwürdigen Erfahrungen der Emigration, dass man, älter wie man wurde, immerzu aufs Neue vor der Berufswahl stand, wissen Sie? Im Buch von der Riviera ist wenig davon zu spüren, dass die Tage des sorglosen Amüsements gezählt sind. Doch die goldenen 20er sind vorbei. Die Wirtschaftskrise hat zahllose Menschen ins Elend gestürzt. Die Weimarer Republik bröckelt, radikale Parteien bekommen Zulauf. Nach ihrer Reise an die Côte d'Azur werden sich die Mann-Geschwister in Deutschland zunehmend unwohl fühlen. Die politische Entwicklung betrachten sie mit Sorge. Im Jahr 1935 wird das NS-Regime Erika die Staatsbürgerschaft entziehen. 2 Jahre später ereilt Klaus das gleiche Schicksal. Das ständige Unterwegssein wird zur Lebenswirklichkeit. Erika und Klaus erreichen Cannes, die glamouröseste Stadt an der Côte d'Azur. Der Luxus hat Risse bekommen, genauso wie die Geschwisterbeziehung. In den nächsten Jahren werden sich die Wege der literarischen Zwillinge immer wieder trennen.
Die Schwester kann nicht mehr für Klaus ständig da sein. Dessen depressive Stimmungen mehren sich, seine Zweifel an der eigenen Schriftstellerkarriere. Die unbeschwerte Zeit neigt sich dem Ende. Und so gleicht die Reise von Erika und Klaus einem Abgesang auf die große Zeit. Ein letztes Mal im Luxus der Grand Hotels und Casinos schwelgen, das Nachtleben, die Sonne und den Strand genießen. Der Luxus ganz großen Stils wird mehr und mehr zur Legende. Die Großfürstin mit den Perlen, die zwei Provinzen wert sind, ist Vorkriegsspuk. Die elegante Welt, die mit blasierter Miene 10.000 Mark täglich verausgabt, flüchtet sich mehr und mehr. Mittlere bis kleine Bourgeoisie und Künstlervölkchen teilen sich mehr und mehr die vielgeliebte Küste. Nur einige wenige Plätze bleiben der Welt vorbehalten, die sich selber die Welt, Le Monde, nennt. Kahn gehört ohne Frage zu diesen. Er steht immer noch und nun schon ziemlich lange auf der ungeschriebenen Geheimliste der Orte, wo man hingehen kann. Sie haben sich ja noch gar nicht endgültig wegen des Hotels entschieden. Was soll man Ihnen raten? Die Croisette lockt mit ihrer pompösen Reihe. Sich für einen Luxuskasten zu entscheiden, dazu gehört weniger Fantasie als all das Geld, das wir Ihnen von Herzen gönnen und das Ihnen hoffentlich in diesen zweifelhaften Zeiten erhalten bleibt, ist aber gar nicht gewiss. Noch immer sind die Hotelpaläste an der Croisette in Cannes die Schmuckstücke der Stadt. Ist ein Grand Hotel wie das Carlton Sinnbild für den Luxus und Glamour Anfang der 30er Jahre. Auch Klaus und Erika sind hier gern zu Gast, obwohl sie es sich eigentlich nicht leisten können. Die Schulden, die die beiden auf ihrer ersten Weltreise machten, beglich Thomas Mann mit seinem Nobelpreisgeld. Nicht nur sein Geld, sondern auch sein Name verschafft den Geschwistern Zutritt in die Welt der Reichen und Schönen. Wenn Sie ein bisschen Fantasie haben, wird es Ihnen nicht schwer fallen, sich auszumalen, was sonst die Gemüter in Cannes noch beschäftigt. Wissen Sie schon, dass der junge X gestern eine 500.000 im Baccarat-Saal verloren hat? Die Herzogin Y will aber absolut ihre Villa verkaufen. Da dürfte auch nicht alles ganz stimmen. Der kleine Südamerikaner, der in Toulon wegen des Opiums verhaftet werden sollte, heiratet nun wirklich die junge Prinzessin P. Tun wir vorübergehend so, als wenn Cannes nicht auf jener mythischen Liste der Monde stünde. Es ist ein sehr nettes südfranzösisches Hafenstädtchen mit fast 50.000 Einwohnern, was es vielleicht eines Tages wirklich wieder sein wird. Ignorieren wir die Croisette, die blendende Promenade am Meer. Sie wird uns später noch genug zu schaffen machen. Ignorieren wir sogar die Rue d'Antibes, die Geschäftsstraße. Und wir finden das ganze Gewimmel von nicht ganz sauberen Plätzchen und Gässchen, das wir in allen diesen Hafenstädtchen kennengelernt und geliebt haben. Alle Lokale haben dieselbe Atmosphäre von arrivierter Halbwelt, versnobten Intellektuellen und exzentrischer Aristokratie. Es ist eine ziemlich penetrante Atmosphäre. Wer sie mag, mag sie. Das Publikum pikant und würzig gemischt. An der Bar die lieben Gigolos, die übrigens hierzulande unter ganz besonderem Schutz stehen. Wer kleine Kneipen mit einem speziellen Einschlag gern hat, kann an dem Platz hinterm Hafen die Sansibar suchen. Ein ganz gemütlicher Keller, aber er verspreche sich keine Wunderdinge. Diese Kneipen mit dem speziellen Einschlag sind natürlich Schwulenbars, die auch Erika und Klaus bevorzugen. In seinem Tagebuch erwähnt Klaus über die Jahre mehrmals die Sansibar. 20.05. 22 Uhr. Louis, Sansibar. Wer war Louis? Ein Matrose? Ein Stricher? Eine belanglose Zufallsbekanntschaft? 1949 wird dies Klaus' letzter Tagebucheintrag sein.
Trotz der finanziellen Unterstützung des Vaters können Erika und Klaus hier an der Croisette manchmal nur Zaungäste sein. Das ist allerdings kein Grund zur Traurigkeit. Kommen Sie jetzt endlich mit auf die Croisette? Da bin ich aber froh. Und bitte, begleiten Sie mich zu Hermès. Ich finde nämlich, dass Hermès der schönste Laden ist, den wir haben, weil ich Ledersachen liebe und Sportsachen aus Wolle und Stoffen von feinster Rauheit und äußerster Schlichtheit. Dass diese Tausende von Francs kosten bei Hermès, schadet ja nichts. Wir sind reich. Vielen Dank. Ich nehme den kleinen Ledergürtel zu 750 Francs gern von Ihnen zum Geschenk. Für echte feine Shoppingdamen muss es ja ein Fest sein und eine Aufregung, diese Straße hinunter zu flanieren. Chanel, Guerlain, Levin, Moulineux. Sind Sie nun erschlagen? Noch nicht? Partout. Jetzt? Greco hat Schuhe, die Fetischisten zeugen müssen. Julien zeigt Sandaletten, für die man auf der Stelle einen Strand baute. Gäbe es nicht den Schönen hier. Sogar hier übrigens auch Geschmacklosigkeit. Immer zwischen den edlen Läden andere, die alles führen. Glasperlen, Goldrahmen, Teppichzeug und Andenken. Das ist für die wilden Amerikaner. Aber auch hier, wo man sie nicht vermutet, hat die Wirtschaftskrise, dieser dunkle Begriff, mit dem man heute schon Schulkinder ängstigt, ihre dürren Finger. Bankrott und Pleite sogar hier. In den 20er Jahren hat Erika fest behauptet, Politik sei nur etwas für Politiker. 1933 kann sie nicht anders, als sich politisch zu engagieren. Es ist etwas paradox, dass meine persönliche Geschichte sich vor allem mit Politik befassen wird. Obwohl die Politik keinesfalls mein Hauptinteresse ist. Meine Sicht der entscheidenden Themen der modernen Gesellschaft ist eher emotional als intellektuell. Nicht dogmatisch, sondern menschlich. Im Kampf gegen Hitler gründet sie das Kabarett Die Pfeffermühle. Ich hatte ja schon in München zu einem aparten Datum, nämlich am 1. Januar 1933, die von Ihnen erwähnte Pfeffermühle eröffnet, hatte dort bis zum 1. März, also inklusive Reichstagsbrand, noch mit großem Jubelerfolg gespielt. Recht guten Abend, was wünscht Ihnen allen die Pfeffermühle? Sie hat der Ziele unendlich viele. Ihnen gefallen, das möchte vor allem die Pfeffermühle, die Pfeffermühle. Also wir waren indirekt. Wir haben alles gemacht mit Märchen, Parabeln, Gleichnissen aller Art. Wir haben nie einen Namen genannt. Mhm. Wir haben auch kein Land genannt. Wir waren indirekt völlig eindeutig für unser Publikum, aber immer so, dass wir nachweisen konnten, wir haben politisch direkt nichts gesagt. Und das war unsere Rettung, auch nach den großen Schießereien und furchtbaren Tumulten. Und ich glaube, dass das Beste an uns war, dass wir antifaschistisch wirkten, ohne je belehren zu wollen oder jedenfalls scheinbar ohne dies zu wollen. Als Hitler an die Macht kommt, gehören Erika und Klaus zu den wenigen, die es wagen, gleich von Beginn an die Stimme zu erheben. Sie machen 10-mal mehr gegen die Barbarei als wir alle Schriftsteller zusammen, schreibt Josef Roth an Erika Mann im Frühjahr 1935. Auch der Onkel Heinrich Mann engagiert sich früh gegen die Nazis. Er ist mit seiner Frau auf der Flucht vor den Nationalsozialisten in Nizza untergekommen. Bis 1940 wird er hier leben und zu einem wichtigen Wortführer in der Emigration werden. Als Erika und Klaus hier unterwegs sind, sieht die Welt noch ganz anders aus. Es ist höflicher, gegen die Franzosen Nice zu sagen, statt Nizza. Schließlich ist die Stadt seit ziemlich langer Zeit nicht mehr italienisch. Also, Riviera-Kenner rümpfen über Nice nun schon meistens die Nase. Es ist nicht mehr ganz auf der Höhe, eine gestürzte Königin. Aber diese wissen nichts von dem großen Reize dieser Stadt am Meer.
Der große Reiz, den wir meinen, besteht eben darin, dass Nice kein Badeort ist, kein idyllisches Fleckchen Erde, sondern eine Großstadt mit einem alten, historienbeladenen Viertel. Es ist das Italienische hinterm Hafen. Mit breiten Boulevards voller Geschäfte, die nicht nur für Fremde sind. Mit einem Leben, das sich nicht nach der Saison richtet und während einiger Monate plötzlich still liegt, sondern sich organischer und kontinuierlicher entfaltet, unabhängig von den Moden des internationalen Publikums. Cannes ist Englisch, aber Nice ist Russisch, sagt Paul Morand in seinem amüsanten und kuriosen Buch 1900. Aber nein, Nice ist Französisch. Welche Überraschung, wenn man die Avenue de la Victoire hinunterkommt und plötzlich auf der Promenade des Anglais steht. Plötzlich auf dieser herrlichsten Promenade der Küste, des Kontinents. Wie beneide ich Sie darum, das erste Mal hier spazieren zu gehen? Vormittags zwischen 11:30 und 12:30, zur Zeit des großen Bummels. Am frühen Nachmittag, wenn die Promenaden ruhiger liegen, und abends, wenn die elektrische Pracht sich entfaltet. Diese einzigartige Straße hat, scheint mir, die Kraft, noch dem Gleichgültigsten etwas von ihrem Zauber abzugeben. Und sogar noch dem Hässlichen. Das neue Casino zum Beispiel, das Casino de la Jetée, ist von sehr zweifelhaftem Geschmack, um es offen zu sagen. Es ist recht gräulich und kitschig, dieser maurische Zauberpalast, der da ins Meer hinausgebaut ist, sodass die Wellen an seinen Pfählen plätschern. Das Casino de la Jetée gibt es schon lange nicht mehr. Es ist im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Hier gegenüber dem Hafen, gleichsam hinter dem Rücken der Promenade, ist ein enormes Kriegerdenkmal in den Felsen hineinkomponiert. Schimpfen Sie nicht. Kriegerdenkmäler sind fast nirgends schöner. Die Reiseschriftstellerin und Journalistin Sibylle Bedford, eine Freundin von Erika und Klaus, hat den Kreis um die Geschwister als verlorene Generation bezeichnet. Begabte und kluge Menschen, oft ohne Pass, zu unglücklichen sexuellen Affären neigend, zu Drogen und zum Selbstmord. Sie verbindet die Abscheu vor dem aufziehenden Nationalsozialismus. 1931, im Jahr ihrer Reise, hat Hitler schon hunderttausende Anhänger. Wenn man das Leben und den Luxus noch genießen will, dann wohl jetzt. Das Negresco, eines der legendenumwobensten Luxuszentren der Welt. Von etwas aufdringlichem Luxus nicht ganz guter Stil. Wir verirren uns unversehens in der Frage, wo lasse ich um Gottes Willen all mein Geld? Beruhigen Sie sich. Es gibt noch besondere Gelegenheiten. Es gibt zum Beispiel den Karneval. Sie wissen ja, mit welcher Farbenpracht und mit wie viel Musiktaumel er hier die Stadt überfällt. Die großen Züge der närrisch nickenden Riesenpuppen und geschmückten Wagen am Meer entlang und durch die ganze Stadt. Blumenkorso, Konfettischlacht. Gala-Diner über Gala-Diner, Redoute-Schönheitswettbewerb. Wer hielte das aus? Da wir Ihnen in Cannes die Sansibar verraten haben, verraten wir Ihnen hier La Perle, hinterm Bahnhof. Die Perle ist großstädtischer als die Schwesterkneipe in Cannes, beinahe schon Berlin. Ob in Berlin oder Nizza, in beiden Städten sind Drogentrips möglich. In Nizza wird Klaus mehrere Entzüge machen, doch er wird immer wieder rückfällig.
Mit Morphium und Heroin versucht Klaus seine Depressionen und seine Todessehnsucht zu betäuben. Dazu kommen Geldsorgen, Schreibblockaden, die Glücksdefizite seines Liebeslebens. Erika macht sich Sorgen, aber hat immer weniger Einfluss. Die literarischen Zwillinge entfernen sich. Wenn Sie jetzt noch einmal hören, Nice, die Stadt am Meer, sei passé, dann fahren Sie diesem versnobten Gesellen über den Mund. Er solle doch keinen Unsinn reden. Die Geschwister nähern sich der Grenze zu Italien. Die Reise entlang der französischen Riviera geht zu Ende. Wir nähern uns Monte Carlo. Wir sind schon fast da. Diese Stelle dürfte die geeignete sein, einen kleinen Abschnitt einzuschieben. Der Abschnitt soll das Spiel betreffen. Es ist in der Tat so repräsentativ, so charakteristisch für diese Küste. Und nun gar für ihren legendenumwobensten Ort, Monte Carlo. Luxus, Autorennen, Spiel und Tod. Auf buchstäblich engstem Raum verdichten Erika und Klaus im Abschnitt über Monaco noch einmal die großen Themen des Buchs von der Riviera. Kampf und Spiel sind die Urbetätigung des Menschen. Alles andere bleibt sekundär. Am Spieltisch feiert nicht nur das Kind, sondern wahrscheinlich auch der Barbar Triumphe. Das Rollen der Kugel symbolisiert auf eine primitive und eben fast kindisch vereinfachte Art die gnadenlose Willkür des Schicksals. Vor unseren Augen werden Existenzen vernichtet, weil die Kugel zweimal hintereinander bei Zero hält. In die sadistische Schadenfreude des Zuschauens, atavistisches Lustgefühl, antizivilisatorisch, kindisch, barbarisch, mischt sich die prickelnde Sensation, dass es auch uns hätte treffen können. Was die Autorennen angeht, so sind sie wie der Sand so zahlreich. Sehr wichtig für die Leute von Monaco bleibt, dass die großen, gänzlich internationalen Sternenbannerfahrten als Ziel und Endpunkt Monte haben. Wir sagten schon gleich zu Anfang, dass für viele, die an die französische Riviera reisen, der ganze Aufenthalt gleichbedeutend ist mit Spielen. Gegen Ende des Buchs schwindet die heitere Gelassenheit. Hinter Monte kommt nicht mehr viel. Wir nähern uns in bedrohlicher Eile der Grenze. Der letzte große französische Ort ist Menton, das aber schon halb italienisch anmutet. Die Luft von Alltagsfernen und fantastischen Ferien ist weg. Der Express ist ein komfortables Fortbewegungsmittel, aber nicht mehr das blaue Wunder von früher. Gleich hinter Menton und der Schranke kommt die Grenze. Kramen wir all unsere Papiere hervor, damit es nicht im letzten Augenblick noch Ärger setzt. Hinter der Grenze ist längst Mussolini-Land, regiert der Faschismus. Erika und Klaus wenden sich ab und beenden ihre Reise. Die lichten Tage sind vorbei. Der Reiseführer, das Buch von der Riviera, erscheint 1931 bei Piper. Die Reihe, was nicht im Baedeker steht, wird 1938 eingestellt. Der Lektor, der jüdische Teilhaber des Piper-Verlags, Robert Freund, muss ins Exil gehen. 1932, ein Jahr nach der Côte d'Azur-Reise, wollen die Geschwister mit ihrem Rennfahrerfreund Ricky Hallgarten noch einmal zu einer Weltreise aufbrechen. Doch am Abend davor bringt Ricky sich um. Klaus kommt über etliche Umwege 1938 in die USA, wird US-Bürger, tritt 1943 der US Army bei. Im Exil vollzieht er einen Sprachwechsel. We German refugees, the first victims and most inexorable enemies of Nazism, we are eager to contribute our bit to the fight against the brown plague. In der US Army verhört Klaus Mann deutsche Kriegsgefangene und verfasst Propagandatexte für die alliierten Streitkräfte. An eine Heimkehr ist nicht zu denken. You can't go home again.
These words were in my mind, haunting me, like a nostalgic tune, a melancholy leitmotif. I felt a stranger in my former fatherland. Nach dem Krieg kommt Klaus an die Côte d'Azur zurück. Er wird immer rastloser, nimmt immer mehr Drogen. In einem Essay über Selbstmörder schreibt er: Wir kennen ihn alle, diesen Schmerz. Bei manchen jungen Menschen wächst er so übermäßig stark, dass jedes andere Gefühl vor ihm zunichte wird. Dann kann man wohl nicht mehr leben. Am 21. Mai 1949 begeht Klaus Mann Selbstmord in Cannes. Eine Überdosis Schlaftabletten. Die Eltern sind auf einer Vortragsreise in Schweden, begleitet von Erika. Keiner von ihnen wird auf der Beerdigung sein. Das Gleichgewicht der Geschwister ist endgültig aus dem Lot gekommen. Auf der einen Hand die ganze Welt, auf der anderen du. Und es hält im schwebenden Gleichgewichte. Nach Deutschland kehrt Erika Mann nicht zurück. Neue Heimat sollen die USA werden. Aber Senator McCarthy lässt Erika 4 Jahre vom FBI überwachen, um ihr prokommunistische Agitation nachzuweisen. Ihr Antrag auf die amerikanische Staatsbürgerschaft wird immer wieder boykottiert. Völlig zermürbt zieht Erika ihn zurück, überredet ihre Eltern, in die Schweiz überzusiedeln und konzentriert sich auf ihren Vater und sein Werk. Tochteradjutantin, die Nachlasseule, nennt sie sich. Immer wieder hat Erika Repressalien und Zensur erlebt. Sie zieht Konsequenzen. Warum ist die Autorin Erika Mann so zurückgetreten? Ich bin ein sehr gebranntes Kind, wissen Sie. Also ich habe sehr früh in meinem Leben angefangen mit dieser Sorte von Tätigkeit. Ich habe sie in Amerika länger fortgeführt, als dies eigentlich möglich war. Das heißt, bis tief in die McCarthy-Zeit hinein, wo ich ja dann mich mit amerikanischer Außenpolitik befasst habe, mit meinen Lectures, und zwar sehr kritisch, zu einem Zeitpunkt, wo das kaum mehr möglich war. Die Amerikaner haben das ja dann ganz anders gemacht. McCarthy hat das anders gemacht als die Nazis. Man wurde gar nicht eingesperrt oder offiziell verboten, das gab es ja gar nicht. Man wurde abgewürgt. Die FBI kam jede Woche einmal zum Verhör und im Übrigen konnte man nicht mehr auftreten. Das hat mich sehr schockiert, in dem von mir und der Roosevelt so geliebten Amerika, sehr schockiert, dass ich diese Erfahrung nun zum dritten Mal machen musste. Erst in Deutschland, dann in Europa und nun in Amerika wieder. Und nachdem ich dort so schön Fuß gefasst hatte, war das ein enormer Schock. Und ich habe es mir in der Folge abgewöhnt, wissen Sie. Ein viertes Mal nochmal anzufangen, mit der Wahrscheinlichkeit, dass es dann bald wieder zu Ende ist. Ich habe mich einfach nicht dazu entschlossen. Das ist die traurige Wahrheit. Bis zum Tode ihres Vaters 1955 arbeitet Erika als seine Sekretärin. Sie lebt zunehmend zurückgezogen. Ihre Energie kehrt zurück, wenn es um den geliebten Bruder geht. Erika setzt sich für die Veröffentlichung seiner Bücher in Deutschland ein. Den Kultstatus, den er hier erlangt, wird sie nicht mehr erleben. Am 27. August 1969 stirbt Erika Mann an einem Hirntumor. Weil ich die Wahrheit sagen wollte, musste ich wissen, was wirklich in der Welt vorgeht. Ich konnte mich nicht auf die Geschichten anderer Leute verlassen, sondern musste es selbst herausfinden. Ich musste herumreisen. Und genau das tat ich. Ruhe gibt es nicht. Bis zum Schluss, schreibt Klaus in seinem Lebensbericht Der Wendepunkt. Und übersetzt damit in Literatur, was für Erika und Klaus Mann Leben heißt. Diese Küste zwischen Ventimiglia und Marseille, mit solcher Sonne, solcher milden Luft, mit solchem Meer, solchen Blumen und einer so reizvollen Bevölkerung, die sich auf die Gastfreundschaft als Geschäft versteht, musste ein großer Menschenmagnet sein. So wurde sie eine Zeit lang zur elegantesten Küste der Welt.
Gleich kommt das Magazin Kurzschluss, Very British, daher. Mit Kurzfilm aus Großbritannien. Du siehst fabelhaft aus, ehrlich. Mal im Ernst, ein englischer Sommer ohne sie, wäre das okay? Oh nein! Absolutely Fabulous. Hochwirksamer Serienstoff. Seit 5